Ja, liebe Prinzessin. Herzlich willkommen zu einem neuen Walkthrough. Scheiße, Mann, ja. Irgendein Castlevania-Spiel hat ja noch gefehlt, nachdem ich in letzter Zeit ein paar aufgenommen habe. Das Und ist. da dachte ich mir, so nach 30 Jahren spiele ich dieses Spiel mal wieder. Ja, und Und er hat natürlich, muss ich jetzt noch sagen, das Castlevania-Spiel, welches mein Lieblingsspiel von allen Spielen ist und mein, wie heißt das gleich, wenn was das älteste, der älteste Juwel, den ich in meinem Videospiel-Arsenal habe, den ich immer geliebt habe. ja, Simon's Quest, wie heißt das Spiel? Castlevania 2 ist, glaube ich, auf der Spieleverpackung genauso klein draufgedruckt wie auf dem Titelbildschirm. Ungefähr, ja. Ja, genau das spiele ich jetzt mal. Ich habe es seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt, ich weiß gar nichts mehr. Also, wenn wir jemals das Ende erreichen, es wird bestimmt das Schlechteste. Ja, das ist dann nicht so schlimm. Egal. So, ich habe mir natürlich das Passwort rausgesucht, dass wir direkt bei Castlevania starten. Nein. Ja gut, fangen wir an. Ich hoffe, du kannst mir weiterhelfen, in diesem Spiel weit zu kommen. Ja. Weil ich werde es nicht schaffen. Ach. Wir können natürlich den Prolog nochmal erläutern, der einfach nur besagt, dass Simon Jahre nach seinem Kampf gegen Dracula dessen Einzelteile wieder zusammenkehren muss, um diesen nochmal. Ja. Um diesen noch einmal. Er hat ihn quasi in seinem Tod verflucht. Ja. Beim Verrecken, als ihm der Schädel weggeflogen ist, sofort gucken muss. Ja. Und wie heißt das hier so schön übersetzt? Ein hinterlistiger Hitler bietet Penner-Deals in dieser Stadt an. Ja, das habe ich auch mal gesagt. Das Lustige ist, wenn du wem das Wort Bunch, ich habe das auch mal geschrieben, es gibt ein Lied, was von Monster Mac-Bummer heißt. Und ich habe es neulich mal meiner Freundin geschrieben und die wusste nicht, was das Wort heißt. Bump? Für die ist Penner einfach homeless. Und da habe ich aber gesagt, was, aber ihr müsst was soll ich jetzt kaufen? Na, Holy Water oder ein White Crystal? Ich würde erstmal das Holy Water kaufen. Das kannst du nämlich gleich beim Level gebrauchen. Ja, und da kann man auch schön, Tausend machen. Genau. Ja. Und wir können den geilsten Glitch überhaupt im Spiel, ne? Hier mit der Tür. Ja. Da ist und, hier in dem Spiel können wir das wirklich Holy Water nennen, denn es explodiert nicht. Es gibt nur ein klirrendes Geräusch. Also ist es hier keine Feuerbombe. Ist ja auch mal was, ne? Ja. Es ist nur noch, eine Bombe quasi, ne? Ja. Schmeißt du den... Soll ich hier jetzt schon leveln, um mir den White Crystal kaufen zu können? Würde ich. Ja? Ich mache das meistens so, dass ich den White Crystal hole, mir aber das war die erste Dornpeitsche, glaube ich, heißt sie. Kriegt man die auch in der Stadt da? Ja, einen Eingang links weiter, aber die holt mir meistens dann. Ich mache meistens nur den White Crystal, den Spielprozess, also auch den schneller sein, und hole mir dann als erste Peitsche die. Ja, kommen wir noch in die zweite Peitsche ein. Also du überspringst die erste Peitsche. Ja, klar, wegen Zeit. Und dann hält das Ende der Rahmen, wir sind in einem Scheiß. Was kostet die auch 50? Nee, 150, glaube ich. Boah. Für die Kette. Die danach dann halt 200. Wir wollen den Namen natürlich nicht spoilern, obwohl ich ihn zweimal halt gesagt habe. Oh fuck. Yeah! Dilli-di-dö-dö. Ni-ni-ni-ni-ni-ni. Hättest du dir ja quasi jetzt fast noch die volle neu aufgelegte Version runterziehen können als Hack. Ach, jetzt halten nur noch 4 Treffer aus, ne? Ja, ja gut, da musst du dann durch, wenn du jetzt die Dornpeitsche zum Beispiel aufgebrochen bist. Das ist dann. Aber wenn du kannst hier ruhig weggehen bei den Gegnern, weil die Werwölfe sind ja schwer, du kannst eigentlich bei Nacht in die Stadt gehen und die billigen Zombies töten. Ah ja, stimmt. Denn das Problem, liebe Leute, bei dem Castlevania ist nämlich, dass solche Gegner, die so eine Attacke machen, wie die Kollegen Werwölfe hier oder die, wie heißt die denn nochmal? Skelette? Nee, die Skelette nicht. Kannst du die mit User-Heads nehmen und jeden anderen Gegner, der später links von Jova kommt, die
so eine Sprung, also die eine nicht wirklich einsichtige Bewegung haben. Ja. Ach genau, bei den kannst du Blobs. Ja, zum Beispiel. Genau, Blobs auch. Die, da bleibst du halt hängen. Wenn du getroffen bist, kannst du Pech haben an einer Stelle, bis dreimal hintereinander getroffen hast. Viermal. Oh shit. Das hat zu viel von dem Scheiß gemacht. Das Gute auch, desto mehr Herzen er einsammelt, desto höher steigt die Wahrscheinlichkeit. Das muss man ähnlich wie bei einem, nee, ist ja genauso. Experience-Punkte sammeln ist das quasi. Gegner zählen und die Herzen zählen, glaube ich, das Dreifache. Und wenn er genug hat, eine Experience-Zahl, die hat er in seinem, Fenster, in seinem Menüfenster, dann steigt auch unsere Energieanzahl. Experience 34 hat er dann, genau. Das würde ich aber, möchte ich aber noch nicht zu weit rausgehen, zu sagen, wann die ersten gibt, vielleicht auch 100. Diese Penner hier geben doch nur halbe Herzen. Naja, also bei Untoten ist das schon viel, finde ich. Ja. Das ist übrigens eine sehr schöne Überleitung, denn die erste Stage in Rondo of Blood ist ja sehr an dieses Dorf hier angelehnt. Ja, später, ne? Wenn ja. Ja. Es ist also ein geschichtswürdiges Dorf, dieses hier. Und übrigens fällt mir gerade ein, das sind gar keine Halbherzen, die zählen doppelt so viel wie die kleinen, die du bei Tag triffst, die ganz sind. Das ist ja, cool. Geil. Und das, was es hier nach gibt, diese dicken, die gibt es eigentlich nur von späteren Gegnern. Wie zum Beispiel Gargoyles in Herrenhäusern. So. Ich glaube, wenn du mit der Horrible Night hier vorüber bist, dann müsstest du schon genug Herzen haben, um diese Schatten. Ja. 96. 96. Abgestiegen. Gott sei Dank, oder? Oh! The Morning Sun has vanquished a horrible night. So, jetzt kann ich gleich mal in die bekackte Kirche gehen. Genau. Bevor der Typ wieder mit seinen Penner-Deals ankommt. Ja. Und sich aufladen, das ist eine sehr gute Option in dem Spiel hier. Gibt's aber, glaube ich, auch eigentlich bei jedem verfickten RPG-mäßigen Spiel. Ja. Und jetzt soll ich mir den Crystal kaufen? Mhm, genau. Den weißen Crystal kaufen. Ist das... Das ist so ein Penner-Deal, ne? Genau, das ist so ein schräger Penner-Deal. Und der alles schrägste Penner-Deal ist aber der, du später auf dem Friedhof bist. Dennis, ja, der Flamme, die auf dem sechsten Baum steht, mit Baum ist sind Säulen in einer Höhle gemeint, die ja auch hoch sind und da in die Höhe gehen. Wer das natürlich von alleine wissen soll, so eine lustige Sache, das ist wieder eine andere Geschichte. Thornrip. Genau, die lässt du aus und jetzt kannst du eigentlich nach rechts weglaufen auf dem Dorf, wo du am Anfang warst und proceeden. Oh yeah, progress. Oh shit. Gerade noch so geschafft. Ja. Da unten ist ja das gefürchtete Wasser. Ja, Tod durch Wasser ist sehr verbreitet, ja, im NES-Videospiel. Ah, ist er jetzt schon. Vor allem bald, wenn du noch eine Energiebalkenerhöhung bist, dann hast du auch wieder noch ein bisschen mehr Power. Ja, durch erhöht sich dadurch auch die Schlagkraft. Ja. Aber schön. Minimal. Du hast auch in dem, was ich gespielt habe, in dem Remake, was ich irgendwann mal hochgeladen habe vor 4 Jahren oder 5 Jahren, oder weiß nicht, da hast du eine komplettere Anzeige von dem Spiel. Da es ja aber original nachgestellt sein soll, muss ja dann auch das gleich sein. Nein! Fuck, wieso springt der denn? Och, Mann, ey. Ja, aber auch hier müsst ihr keine Angst haben, in diesem Spiel hat nur recht. Nur die Herzen verfliegen nach einem. Ja, bei dem Game Over sind die weg, ne? Genau. Das ist... Oh, das fuck, ey, warum springt der Affe denn? Wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, Affen springen ja öfter, ne? Ja.
Ja, das ist was ich selber, auch wenn es mal nicht geht, das ist eine der Sachen, die ich am beschissen finde, dass halt die Herzen weg sind, wenn du Game Over hast. Wobei das ja aber eigentlich auch wieder so ist, dass du ja, eigentlich... Ja, das ist so... Vorgänger von Dark Souls, könnte man bald sagen. Da verliert man auch Herzen? Nee, da hast du Seelen. Aber da verlierst du sie nach einem Tod alle. Aber du hast eine Chance, sie wiederzukriegen, wenn du den Feind besiegst, der dich getötet hat. Oh, naja, okay, dann ist das ja schon. Ist ja. Verlierst du, warte mal, verlierst du beim ersten Castlevania und bei Atlas Versus, verlierst du die Herzen auch erst nach dem Continue oder verlierst du die gleich nach einem Tod? Nee, nach dem Tod. Soll ich hier schon reingehen in das Mansion, ja, ne? Ja, kommt ja kein Endboss. Wundert mich, dass das hier noch keiner mit einem hochwertigen Sound nachgemacht hat. Oh shit. Übrigens dadurch, dass er jetzt den weißen Kristall sich holt, dann kann er den blauen Block sehen. Also, wenn man jetzt nicht 100% der Items holen wollte, dann könnte man den weißen Kristall auch auslassen. Ah, die kann man nicht, weil man... Oh, was ein Penner, ey. Kriegst du noch? Ja, jetzt habe ich ihn getroffen. Ach. Hier war noch bestimmt irgendwo Boden fallen, oder? Nee, hier noch nicht. Ey, willst du mir fast verarschen? Nein, nein, ich schwöre. Ich sag dir nur Bescheid, was kommt. Bei den Sachen kann ich dir ja helfen. Ist ja nicht verboten. Hoch, runter. Oh, Level up. Jawohl. Da kommen auch gleich erstmal zwei Gegner nachgespawnt. Als erstes gehst du nicht. Hä? Oh. Okay. Oh shit. Da läufst du am besten weg, würde ich sagen, ne? Also ich würde da weglaufen. Und da auch. Oh gut. Die können, glaube ich, so große Herzen geben. Ja, die können aber auch mal wie Affen rumballern, ne? Mhm. Ja. Ja. Eine Herz in der Hand. Haben wir schon mit meinem Rage Bros. Mario Ding gesagt. Ein Herz in der Hand. Ja, das kann noch Spaß machen. Ja, aber die sind hier in dem Spiegel vielleicht ein bisschen paralysiert. Muss ich hier hoch, ja, ne? Ja, da kommen dann gleich, wie heißt gleich Tretfallen. Willst du dir die geheimen Letters da auch holen oder ist scheißegal? Welche? Naja, diese Tipps, Hints, was auch immer. Ach, hier. Ja, a symbol of evil will appear when you strike the stake, ne? Pear? Genau hier. Ja. Ich wäre nämlich. Ja. Alter. Hier noch nicht nur ein Stück vorwärts gehen, dann hast du gleich einen Abschluss. Da wird der Flur ein bisschen höher und da hast du dann vielleicht mal überstattet. Gewöhnt euch an das Zeug. Solange die da drüber laufen können, müsste ich es ja auch können. Ja, ja, klar. Deswegen ist es ein bisschen später weiter hinten. Ich glaube, es ist aber auch nicht viel hier am Anfang. Ich glaube, die ersten zwei von den Blöcken, die wir jetzt rüber sind, glaube ich. Ja, genau, hier. Ja, die beiden. Hoffen wir mal, dass es die einzigen sind, aber ich glaube, ja. Und da unten in der Etage, wo das Skelett ist, oder die Beinsplätze, da wäre der Tipp, ne? Genau. Das war ja, glaube ich, sogar dieser Pair-Tipp, ne? Ja, und von dem muss ich gleich die Scheiße kaufen. Ja. Schönes, saftiges T-Bone Steak. Genau. Muss bloß aufpassen, dass du den Obststeak danach nicht im Arsch stecken lässt. Ne? Ja, das hatte ich eigentlich als erstes vor, zu verschleudern. Wie das jeder Pro macht. Würden auch erstmal nur einen holen. Weil in den ersten beiden Mansions war es ja eigentlich noch nicht so arge Probleme, dass du auf Game Over oder sowas achten musst. Da sind so Tage, ne? Späteren Menschen. Ah ne, hier komme ich gleich gar nicht weiter, ne? Hier noch. Ne, hier nicht, okay. Aber um, dann brauchst du jetzt auch keine Dinger werfen, kommt keine Drehbleibe zu. Und dann gleich zwei hintereinander.
Nee. Ich mach das mit meiner Faust kaputt. Ah, das muss ich aber erst auswählen. Sonst kann ich das ja gar nicht verschleudern. Nee, kannst du nicht machen. Das ist sehr wertvoll. Ja. Ist quasi jetzt mein Arsch. Mhm. Hey, da unten sehe ich das Ziel. Mhm. Zwei Flüge weiter. Gut, und natürlich in den Mansions kann man natürlich halt mit, Geld machen oder Herzen, wer weiter sagt, weil du halt weil kein Tag und kein Nacht Unterschied ist, die Gegner immer gleich stark sind, ne? Gar nicht lang. Noch weiter runter? Mhm, eine noch.